Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Fire Emblem Engaged und ja, ich habe mir vorgenommen, es nicht zu übertreiben, was ich damit gemeint habe. Ich habe es vor, nicht zu übertreiben und hier ständig nur Gespräche frisch halten zu wollen, weil ich glaube, das könnte auch für euch irgendwann anstrengend werden. Und das will ich ja nicht. Wir wollen ja irgendwie auch in der Story ein bisschen weiterkommen, ne? Und genau da, welchen Weg gehe ich denn jetzt? Nein, da will ich nicht hin. Komm Muki, da wollen wir nicht hin, wir gehen hier lang. Und genau das möchte ich jetzt machen. Ich möchte jetzt ein wenig in der Story weiterkommen. Was haltet ihr? Wir gehen den langen Weg. Fussel in der Nase. Naja. Fussel, Fussel. So, hier brennt schon alles. Dann wollen wir doch mal sehen. Hier geht es jetzt weiter. Und hinein geht's. Ja. Erinnerungen. Kaum zu glauben, dass hier, wo jetzt dieser See ist, mal ein Berg gewesen sein soll. Ich kann das Dämonendrachensegel spüren. Sephia hat die Wahrheit gesagt. Es ist irgendwo da unten am Grund des Sees. Sephia hat die Wahrheit gesagt. Sie sagte, der magische Kristall könnte das versunkene Gelände wieder in Reichweite bringen. Aber nur für ein paar Stunden. Sobald also der Effekt eintritt, werde ich uns schnell zum Siegel bringen. Danke. Also gut, dann los. Es geht los, aber Moment, was geht hier vor sich? Der Berg erhebt sich oder der Wasserstand sinkt. Bleibt alle dicht bei mir. Nein, wir sind hier nicht sicher. Bin ich jetzt von den anderen getrennt? Ich muss von den anderen weggeschleudert worden sein. Der See ist weg und der Berg ist da. Der Kristallschein funktioniert zu haben. Ich sollte besser schnell die anderen suchen. Du da? Wie eigenartig. Dein Gesicht ist mein Gesicht. Nein, was? Das bin doch nicht ich. Wer bist du? Ich bin dünn. Ich spüre ein Emblem, eines, das ich noch nie zuvor wahrgenommen habe. Wenn du einen Ring hast, gib ihn mir, ich muss ihn Vater bringen. Vater? Sombron, dem König der Drachen. Ich sammle Emblemringe. Das ist meine Aufgabe. Ich wurde angewiesen, diese Aufgabe um jeden Preis zu erfüllen. Wir befinden uns im Krieg mit den Würmgöttern. Ich habe schon viele Ringe gesammelt. Krieg? Moment, wenn das ich bin? Bin das ich aus der Zeit des Kriegs gegen die Würmgötter?
Dann hat Sephias Magie mich wirklich in Reichweite des Siegels gebracht, indem sie mich in die Vergangenheit geschleudert hat. Dann muss ich hier im Gradland von vor 1000 Jahren sein, als es noch nicht versunken und das Siegel hier irgendwo in der Nähe war. Du murmelst vor dich hin. Ich wiederhole, wenn du einen Ring hast, dann gib ihn mir. Schnell. Tut mir leid. Nein. Deine Antwort muss ja lauten. Mit Ring kann ich dich nicht gehen lassen, wenn ich Vater nicht gehorche. Werde ich umgebracht. Viele meiner Schwestern und Brüder wurden umgebracht. Umgebracht? Also, ist ein Kinderspiel. Das ist... Ein älterer Bruder wurde ertränkt, eine ältere Schwester wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Eine kleine Schwester und ein kleiner Bruder, sie waren niedlich, wurden von den Verzerrten zerfetzt. Einige Geschwister starben im Krieg, die meisten davon waren Fehlgriffe. Vater hat sie beseitigt. Beseitigt? Fehlgriffe müssen entsorgt werden, aber ich bin kein Fehlgriff. Ich muss ja leider zugeben, nur mal so ganz zwischendurch, ich finde sie in dem Outfit verdammt hübsch. Die roten Haare stehen ihr. Mit dem schwarzen Outfit. Ich sammle Ringe, um das zu beweisen. Vaters Wunsch muss wahr werden. Bis dahin werde ich Ringe sammeln. Und wenn sein Wunsch wahr geworden ist, was dann? Was wirst du dann tun? Was ich dann? Oh, nun... Was war das? Das ist eine Lawine. Die gibt es hier häufig. Aber ich höre Verzerrte in der Nähe. Sie sind unruhig. Das ist ungewöhnlich. Vielleicht nähern sich Eindringlinge. Das müssen die anderen sein. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Ah, sie ist so hübsch. Es tut mir so leid, ich finde sie aber so hübsch gerade. Die Fremde mit meinem Gesicht flieht, das werde ich verhindern. Ich muss sie einfangen, ich brauche deine Hilfe. Hat damals auch schon an unserer Seite. Bin froh, dass er jetzt blau ist. Oh. Da seid ihr ja. Ein Glück, dass ihr in Sicherheit seid. Wir wussten nicht, wo wir euch suchen sollten. Schwester, ich bin so froh, dass wir uns alle wiedergefunden haben, nachdem die Erde so gebebt hat. Ich weiß jetzt, wo das Drachensiegel ist. Es ist hier ganz in der Nähe. Und glücklicherweise werden wir verfolgt und ihr werdet nicht glauben, von wem. Hä? Ihr da, ich bestehe darauf, dass ihr mir sofort sagt, wer ihr seid. In wessen Auftrag handelt ihr? Ihr kämpft gegen die Verzerrten, ihr mäht sie nur so nieder.
So etwas hat noch niemand von uns je gesehen und Überraschungen sind hier nicht sonderlich willkommen. Was hat das zu bedeuten? Ich dachte, sie sei tot. Sie ist gestorben. Sepia dürfte gar nicht vor uns stehen. Sie sieht nicht aus wie eine Verzerrte, aber kennen tut sie uns auch nicht. Das wird jetzt vielleicht schwer zu glauben sein, aber das ist Sepia von vor 1000 Jahren. Weil auch wir gerade im Gradland von vor 1000 Jahren sind, im Gradland der Kriegszeit. Der Kristall sollte das versunkene Siegel in Reichweite bringen und in gewisser Weise hat er das auch. Nur hat es keine Berge erhöht oder Seen entleert, sondern uns in die Vergangenheit geschickt. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin vorhin meinem früheren Ich begegnet, da wurde mir das klar. Eurem... was? Das bedeutet nichts Gutes. Ich hab dich gefunden. Schwester, das bist ja du. Ja, das bin ich. Rote Augen, rotes Haar, aber das bist du. So hast du ausgesehen, als wir uns damals zum ersten Mal begegneten. Sepia bittet sie dich zurück, ich übernehme das. Danke, Eure Hoheit, aber ich kann euch auch gerne assistieren. Das wird nicht nötig sein. Geh und berichte Vater, was hier vor sich geht. Und dass ich spüre, dass sie Emblem bei sich haben. Sie sind im Besitz von Emblem-Ringen? Möglich. Verstanden. Ich gehe zum Tempel. Sie wird Sombrom sagen, dass wir hier sind. Wir müssen uns beeilen. Schwester, ich bring's nicht fertig, dich zu verletzen, und doch stehst du uns im Weg. Was machen wir bloß? Wir müssen das Siegel brechen, aber... Das ist also dein Ziel, das Siegel brechen? Was, wenn ja? Lässt du uns dann durch? Nein, das wäre dumm. Ohne eure Ringe kann ich nicht zurück nach Hause. Wir werden kämpfen. Wenn ich gewinne, nehme ich mir eure Ringe. Gewinnt ihr, brecht ihr das Siegel. Ganz einfach. Dann ist ein Kampf an dieser Stelle unvermeidlich. Fremde mit meinem Gesicht, ich bin bereit für den Kampf. Deine Gegner sind ich und dieses Emblem. Dies ist mein Emblem. Nun zeig mir deines. Sie wird mir nie glauben, dass ich selbst ein Emblem bin. Das behalte ich wohl besser für mich. Also dann, Marth.
Du hast auch einen Marv? Eigentlich dürfte es doch jeden Ring nur einmal geben. Es wird immer interessanter. Macht euch bereit, wir müssen dieses Siegel zerstören um jeden Preis. Darf ich jetzt? Darf ich wieder? Hallo? Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht kommt gleich noch eine Quatschszene. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier bleiben darf. Aber ich schleiche mich mal einfach kurz ins Bild. Hi. Savannah der Vergangenheit besiegen. Savannah wird besiegt oder 20 Züge verschwinden. Wen habe ich denn mit? Du bist eigentlich relativ nutzlos, ne? Level 13 ist eigentlich zu schwach. Merin darf gerne mitkommen. Mouvier. Leider habe ich auch nichts Stärkeres als Mouvier. Von daher kommt Mouvier auch mal mit. Ja, ich glaube, der Rest ist halt meine übliche Nummer hier. Ich erzeuge Lawinen, selbst dann, wenn sie von sich aus nicht losgebrochen wären. Ich mache einfach nur das hier. Wir wurden zurückgedrängt. Das hat funktioniert. Und was funktioniert, damit mache ich weiter. In zwei Zügen wird eine Lawine den unteren Bergpfad überrollen. Wir müssen es zum Siegel schaffen, aber unter diesen Umständen bleibt uns nichts anderes übrig, als unser Tempo zu drosseln. Wenn in eurer Nähe eine Lawine losbricht, geht in Deckung und wartet, bis ihr sicher weitergehen könnt. Savannah der Vergangenheit kann mit Hilfe des Dämonendrachensiegels Lawinen auslösen. Getroffene Verbündete werden weggestoßen. Eine Warnung zeigt, wo Lawinen niedergehen werden. Bleib wachsam und lass deine Einheit vorsichtig voranrücken. Felsen und Gegner können verhindern, dass eine Einheit zurückgedrängt werden kann. Okay, sie hat jetzt gesagt unten, ne? Bestimmte Schlachten müssen innerhalb einer festen Anzahl von Zügen gewonnen werden. Versprechen die Züge, die in den Siegesbedingungen festgelegt wurden, hat deine Armee den Kampf verloren. Das ist super. Leckt mich doch im Ärmel. So, wer steht denn hier unten? So, Mip. Ja, du kannst so niedlich sein, wie du willst. Da ist jemand, vor dem du dich ein bisschen in Acht nehmen solltest. So. So, da geht's gerade nicht anders, aber... Es wird kein leichter Kampf werden. Das ist auch kein leichter Kampf gerade. Aber ich muss ja irgendwie auch meiner Story weiterkommen, ne? So. Du bewegst dich ja auch nicht sehr weit, wa? Und du auch nicht. Aber okay. Es verbleibende Züge 20. Oh mein Gott. Gepackst. Sehr gut.
Okay, Level 19. Wäre schön, wenn ich sie auch noch mal einen Ticken weiterkriegen würde. Ich habe das dumme Gefühl, das könnten wir dann gebrauchen. Gleich aus. Ivy, ich bitte dich. Ja, oder greif zuerst an, noch besser. Das ist natürlich die noch bessere Alternative. Einfach Feuer an. Auch so ist es mir ganz recht. Und dann bitte ausweichen. Ausweichen! Ernsthaft. Nur gut, dass ich da jemanden in deiner Nähe habe. Die beiden haben sich jetzt mal gegenseitig so gar nichts getan. Okay, das ist auch gut. Das ist mir alles ein bisschen anstrengend hier. Da muss ich ja leider mal sagen, ne? So. Eigentlich stehst du mir auch zu nah dran. So. Das ist alles doof, ne? So. Reiß dich bitte zusammen. Er kann sich natürlich nicht zusammenreißen. Reiß dich zusammen, war eigentlich gemeint, dass dir nichts passiert, du Trottel. Weich aus. Dein Ernst? Ja, nee, leck mich doch am Ärmel, ey. Und weich bitte einfach aus. Einmal. Weich. Nein, natürlich nicht. Na gut. Mein Vorteil ist, dass ihn das jetzt nur noch nicht sonderlich stark tangiert. Wie war das? Hinter Gegnern konnte man sich auch verstecken, ne? Okay, sie ist absolut nicht hilfreich. Sie ist auch nicht so hilfreich. Die sind alle nicht sehr hilfreich gerade hier. Dich muss ich leider ein bisschen in Sicherheit bringen hier gerade. Okay, Moment, du kannst anhalten. Das wäre natürlich sehr cool.
Was würde ich nur ohne dich machen? Min Jung, was würde ich nur ohne dich machen? Könnte gefährlich werden, ja. Wenn er trifft. Ich kenne noch meine Alten. Ey, wie ist doch mein kleines Goldkind? Gleich aus. Dankeschön. Sehr gut, Panett. Oh Gott. Das war das Level 14. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, damit kann ich leben. Ich muss vorankommen, ohne Witz, ey. Seite. Gib mir glatt das Auge. Ich muss jetzt mal eben gucken, wie weit die zurückgedrängt wurden. Oh Gott, ziemlich weit. Dabei hatte ich mir tatsächlich eingebildet, dass die so gut stehen, dass... ach, krieg ich den nicht mal ganz weg. Mist. Okay, eigentlich musst du mal eben kurz aus seinem Gefahrenfeld raus. Ach ja, dank Mikaya kann sie auch heilen. Ja, das ist doch schön manchmal. Wir müssen hier weiter vorankommen, es hilft nichts. Ich meine, ich will damit selber da. Wie soll ich da sonst hinkommen? Könnte echt nerven. Weich aus. Es wäre schön, wenn sie auch ausweichen könnte. Okay,
halte mich da viel zu lange dran auf, aber die Drachen nerven mich tatsächlich ein wenig. So, jetzt müsst ihr euch eigentlich irgendwie in Sicherheit bringen. Ding ist, ich weiß nur noch nicht wie und wo. Mit dir könnte ich bis zu dem kommen. Du bleibst auf jeden Fall hier stehen. Er ist ja wirklich, spannender Kampf hier. Und genau hier mache ich jetzt einen kurzen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye.